Es ist kaum zu begreifen, dass die katholische Kirche in Portugal noch 1910 den Fado verboten hat. Im Gewand des sentimentalen Pathos verbirgt sich eben auch Protest. Solchen Protest gewinnt die griechisch-amerikanische Performance-Künstlerin Diamanda Galas aus einer anderen Art von gefühlstiefen Schicksalsliedern, aus den Spirituals der schwarzen Amerikaner. Diamanda Galas war in Wien und trat in der Ausstellung Engel, Engel in der Kunsthalle auf dem Karlsplatz auf. Renata Schmidt-Kunz war mit der Kamera dabei. Ich würde einen Engel als eine Person sehen, deren Tod gefeiert und deren Leben ignoriert oder sogar gefürchtet wird. So geht es Menschen mit AIDS, deren Begräbnis mehr Beachtung findet als ihr Leben. Legenden der Gegenwart, so lautet der Untertitel der Ausstellung, die im Rahmen der Wiener Festwochen in der Kunsthalle am Wiener Karlsplatz zu sehen ist. Die Ausstellung, die neben Anerkennung auch sehr viel Kritik auf sich zieht, versucht einen aktuellen Bezug zu dem traditionell religiösen Wesen Engel herzustellen. Die Werke von über 50 internationalen Künstlerinnen und Künstlern reichen von Fotografien über Video- und Rauminstallationen und thematisieren den Engel als Reisenden zwischen den Welten jenseits der traditionellen Bildgestalten der christlichen Ikonografie. Im Rahmen eines außergewöhnlichen Konzertprogrammes, das die Ausstellung ergänzt, präsentierte die griechisch-amerikanische Stimmkünstlerin Diamanda Galas ihr Programm Fluch und Gebet, Konzert für Verdammte. Das Lied Kain und Abel nach einem Text von Charles Baudelaire ist eine Solidaritätserklärung an all jene, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Sie benutzen ja in Ihrer Kunst sehr viele religiöse Bilder und religiöse Traditionen. Was ist denn Ihr persönlicher religiöser Hintergrund? I came up Greek Orthodox, atheist. Ich wurde als griechisch-orthodoxe Atheistin groß. Und das heißt, wie ich oft gesagt habe, man wird groß in der Gewissheit, dass es den Teufel gibt und ohne Hoffnung auf Gott. Das hat auch viel mit der Mentalität griechischer Immigranten in Amerika zu tun. Sie fürchten sich vor allem und jedem. Überall sehen sie den Teufel. Für sie ist jeder gefährlich und will einen verletzen. Also muss man vorsichtig sein. Andererseits hat man keine Macht hier und kann nicht mehr erwarten, als einfach zu überleben. Das ist eine sehr pessimistische Sicht. Und dann wurde ich mit meinem Vater groß, der jahrelang einen schwarzen Gospelchor leitete. Und so wuchs ich mit diesen wunderbaren Liedern wie Swing Low, Sweet Chariot auf. Ich sang sie, wenn ich sehr verzweifelt und einsam war. Und sie waren so schön für mich. Es liegt so viel Schönheit in ihnen, im Angesicht von Verzweiflung und Angst. Es ist eine äußerst menschliche Musik. Die Leute können sie nennen, wie sie wollen, Gospelmusik, schwarze, klassische Musik, wie auch immer. Aber weil ich in Amerika groß wurde, fühle ich mich dieser Musik ebenso verbunden wie der griechischen Musik. Because I'm an American, I was raised in America, so I have a very strong relation to that music as well. Have you ever heard the coffin sound? Have you ever heard that coffin sound?
something about, in an elementary sense, the beauty of the sound, the beauty of the music. Die Schönheit dieser Musik macht es mir in einem elementaren Sinn möglich, mich zu transformieren, mich von hier fortzubewegen. Nicht unbedingt an einen bestimmten Ort, sondern in einen Zustand, wo es so etwas wie Freiheit und absolute Schönheit gibt. And so I really, but also it's very interesting because these songs have a lot to do with hope. Im Angesicht der Verzweiflung haben diese Lieder sehr viel mit Hoffnung zu tun. Ich habe diese Musik in der Gemeinschaft der AIDS-Kranken einen neuen Sinn und Kontext gegeben. Denn diese Lieder haben sehr viel mit Widerstand und Kampf zu tun und mit dem absoluten Verlangen nach Würde, mit dem Verlangen danach, in einer Situation der absoluten Chancenlosigkeit zu überleben. Im Angesicht von Hunden, die dich vernichten wollen und die dich jagen, am Leben zu bleiben. Demanding to stay alive in the face of impossible odds, in the face of dogs tracing you down, you know, and hunting for you. And so it's a very old idea, as old as. Diese Idee ist ebenso alt wie die Verfolgung von Hexen, und das entspricht der menschlichen Bestimmung. It's very common to the human condition, and I find it really objectionable. Ich finde es wirklich sehr unangenehm, dass in Amerika diese Lieder in so einer nostalgischen Art gesungen werden, denn ich sehe nichts Nostalgisches. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Wer oder was ist ein Engel in Anbetracht der zunehmenden Bedrohung durch AIDS? In Anbetracht des verschmähten Todes von Millionen Menschen? Diese Fragen sind es, die Diamanda Galas, engagierte Aktivistin in der amerikanischen AIDS-Hilfeszene, auch zu einem anderen Verständnis der traditionellen religiösen Lieder bringt. It's not just to be this innocuous sound and soothing and sleeping and. Es geht nicht um diesen unauffälligen, schmeichelnden, einschläfernden Klang. Oder darum, dass wir eines Tages in den Himmel kommen werden. Nein, wenn in diesen Liedern gesungen wird, eine Schar von Engeln wird mir folgen, um mich nach Hause zu geleiten, dann sehe ich darin den bösen, den schlechten Engel, den Teufel, der sich als Engel gibt und der jemanden verfolgt, um ihn ins Grab zu bringen. Das ist eine Warnung. Das ist wie diese alten Warnungen, mit denen sich Menschen im Gefängnis verständigen. Das ist eine eigene Sprache, die für Außenstehende harmlos klingt. Aber für die Mitglieder der Gemeinschaft ist es eine Form von Warnung, von Schutz und Kommunikation, sodass du weißt, was am nächsten Tag passieren wird. Ich denke, wenn einer Person dieses Verständnis von Gospelmusik fehlt, dann sollte sie etwas anderes singen, wirklich. Sing something else. Really. Save me. Save me. Save me. Save me. Save me. Save me, little Owen. Save me, please. Save me, little Owen. Down the road, out of the chest. Ausgebildet zur professionellen Opernsängerin, verwendet sie ihre außergewöhnliche Stimme als Waffe gegen Verlogenheit und Ignoranz und provoziert durch ihre Interpretation religiöser Motive. Oh,
trying to present things. Ich versuche, die Dinge so darzustellen, wie sie sind. Wenn ich zum Beispiel an Kreuzigung denke, habe ich nicht die Absicht, die Dinge nett darzustellen, sodass es den Leuten möglich ist, aus der Entfernung zuzuschauen und zu sagen, das war ein großer Mann und er starb und ich gehe zu seinem Begräbnis, er war ein wunderbarer Mensch. Ich bin mehr daran interessiert zu sagen, schau dir diesen Menschen an und warum er leidet. Weißt du, was das ist? Und die meisten Menschen wissen nicht, was es ist. Ich glaube nicht, dass ich Religion missbrauche. Im Gegenteil, ich glaube, ich aktualisiere sie immer wieder. Ich glaube, diese alten Männer sind es, die sie immer wieder für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Für ihre kleinen Stallungen mit Knaben, die keine Anerkennung bekommen. Für ihre Juwelen und Schlösser. Ich glaube, dass ich sehr, sehr aufrichtig und religiös rede, wenn religiös bedeutet, dass man das lebt, was man predigt. Und ich glaube, das mache ich sehr gut. Meine Antwort auf diese Menschen ist, dass ich sie nicht wahrnehme. Sie spielen keine Rolle in meinem Leben, denn sie helfen mir nicht, am Leben zu bleiben. Herr Mander, Sie haben vorhin gesagt, Sie seien als Atheistin groß geworden. Würden Sie denn heute sagen, dass Sie ein religiöser Mensch sind? Ich glaube, es ist viel schwerer, Atheistin zu sein. Denn du musst viel härter daran arbeiten, einen Grund zum Überleben zu finden. Du glaubst nämlich nicht, dass du diese helfende Hand entgegengestreckt bekommst. Wenn du dich entschieden hast, zu überleben, dann musst du darin Würde für dich finden. Mitgefühl ist so eine Sache und die Fähigkeit zu verstehen, was ein anderer Mensch sagt und fühlt. Und vielleicht ist das richtige Wort dafür Liebe. Ich weiß es nicht. Gestern habe ich in Ungarn eine Frau getroffen, die dort seit 5 Jahren ein Hospiz betreibt. Und eigentlich hat sie kein Geld und ist gezwungen, es irgendwo aufzutreiben. Vielleicht ist es das, was ich meine. In gewisser Weise ist das pure Liebe, nicht wahr? What is that? That's just pure love in a sense, isn't it? I don't know. It's a strange thing for me to talk about because ich weiß nicht. Es ist für mich seltsam, darüber zu reden, denn auf der anderen Seite spüre ich sehr viel Hass und Gewalt. Ich bin also ein perfektes Produkt oder Beispiel des Alten Testaments. Nicht, weil ich es gelesen habe, sondern weil es die menschlichen Emotionen widerspiegelt. Und uns Griechen geht es damit sehr gut. Wir haben kein Problem mit Teufeln und Engeln und dem Zulassen von Stärke und Schwäche. All diese Sachen bestehen nebeneinander. Ich versuche nicht, eine Retterin zu sein. Ich möchte nur für mich selbst interessant bleiben. Just trying to be a human being that's interesting to myself.